Sissi, die TV-Sendetermine zwischen den Jahren und im Januar. Der Filmklassiker Sissi mit Romy Schneider in der Hauptrolle erzählt die Geschichte der österreichischen Kaiserin Elisabeth. Wann läuft die Kulttrilogie um Silvester und im Januar im TV? Auch an Weihnachten 2017 läuft Sissi wieder im TV. Die Sendetermine für die Filme mit Franz Josef, Karl-Heinz Böhm und Sissi, Romy Schneider, als glückliches Paar. Für Filmnostalgiker gehören die berühmten Sissi-Filme mit Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm zur Weihnachtszeit wie der geschmückte Baum. Die Kulttrilogie von Regisseur Ernst Marischka läuft daher auch in diesem Jahr zu Weihnachten und Anfang 2018 mehrfach im Fernsehen. Hier erfahren Sie die Termine und TV-Sender. Auch der Weihnachtsklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel läuft im Advent mehrfach im deutschen Fernsehen. Sissi im TV, wovon geht es im Klassiker mit Romy Schneider? Beim Blockbuster-Film Sissi handelt es sich um die Geschichte von Elisabeth, der Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn. Der erste Film kam 1955 in die Kinos. Er erzählt, wie Elisabeth, genannt Sissi, in Possenhofen am Starnberger See als Tochter des Herzogs Max von Bayern lebt. Ihre Mutter Ludovica erhält eines Tages Nachricht von ihrer Schwester Sophie. Die Mutter des österreichischen Kaisers informiert sie darüber, Sissis Schwester mit ihrem Sohn Kaiser Franz Josef verheiraten zu wollen. Durch Zufall lernt jedoch Sissi den jungen Kaiser kennen. Sie gibt sich nicht zu erkennen und der Monarch verliebt sich in sie. Franz Josef verkündet schließlich offiziell seine Verlobung mit Sissi und durchkreuzt so die Pläne seiner Mutter. Der Erzherzogin Sophie. Der Historienfilm war ein riesiger Erfolg und so erschienen kurze Zeit später die Fortsetzungen Sissi, die junge Kaiserin und abschließend Sissi Schicksaljahre einer Kaiserin. Die Filme widmen sich dem weiteren Verlauf der Geschichte des Kaiserpaares, mit der Geburt ihrer ersten Tochter und der Krönung zu König und Königin von Ungarn. Der Sissi-Darstellerin Romy Schneider gelang mit der Titelrolle der internationale Durchbruch. Nach drei Filmen kam das Aus für Sissi. Romy Schneider weigerte sich, noch länger die Sissi zu spielen. In einem späteren Interview soll sie über die Filme und ihre Rolle darin gesagt haben: "Das pappt mein Leben lang wie Grießbrei an mir." Das Leben der Romy Schneider. Vor 30 Jahren starb Romy Schneider. Eine Persönlichkeit voller Gegensätze und Rätsel. Sissi zu Silvester, an Neujahr und Anfang 2018. Alle TV-Sendetermine im Free TV wird Sissi im deutschen Fernsehen ab Heiligabend in der ARD gezeigt. Auch die österreichischen Sender ORF 2 und ORF und der Schweizer Fernsehsender SRF 1 zeigen über die Adventszeit und im neuen Jahr alle Teile der Filmtrilogie. Wir geben einen Überblick über die Sendetermine.